Wer sich nicht impfen lässt, landet auf der Intensivstation. Diese Aussage, meine Damen und Herren, ist nicht von 2021, sondern vom 21. August 2022. Und damit Namaste, Namaste, herzlich willkommen auf dem Kahimi-Report, dem ersten der Geschichte hinter der Geschichte, an diesem Mittwoch, den 31. August 2022. Ja, diese Aussage hat getätigt im Kurier, österreichische Tageszeitung, und zwar, Entschuldigung, der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin, OEGIT, und er heißt Professor Florian Thalhammer. Und er hat gesagt, Zitat wörtlich, wer sich nicht gegen Covid-19 impfen lässt, wird auf der Intensivstation enden und über die Pathologie nach Hause gehen. Zitat Ende. Und Professor Andreas Sönigsen sagt dann auch dazu einen Satz, das muss man, glaube ich, ansprechen. Das hat er gemacht mit einem ausführlichen Brief an den Kurier, aber auch an die Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin und an Kollege Florian Thalhammer persönlich. Ihr findet den ganzen Brief, den ganzen Wortlaut dieses Briefes auf marcokahimi.ch, also dort, wo ihr Amix ist so ein Wort, das rutscht einem als Schweizer einfach immer wieder über die Lippen. Manchmal heißt das, am Sonntag in den Salon eintritt, und auf marcokahimi.ch hat es auch eine Blogseite, die heißt Everyday Kahimi und die Nummer 228. Dort findet ihr also diesen Brief. Interessante Sache. Tony Fauci, das amerikanische Gesicht der Covid-Pandemie, äußert sich zu den Vorwürfen von Impfgegnern, dass die Corona-Impfung mit Menstruationsstörungen im Zusammenhang stehe. Er sagt, Fauci, ganz trocken, Zitat, scheint vorübergehend zu sein, müssen das mehr erforschen. Einen weiteren Sinneswandel ist festzustellen von einer sehr auffälligen, in der amerikanischen Öffentlichkeit sehr auffälligen Ärztin. Es ist eine US-Fernsehärztin, und zwar nicht bei irgendeinem Kanal, sondern bei CNN. Es ist Dr. Liana Wen, asiatischen Einschlags, vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen, auch mit dem WEF verbunden. Sie sagte Folgendes, eigentlich wie ausgewechselt. Und zwar mit ihrem Kanal, mit ihrem geldgebenden Kanal. Sie argumentierte, dass sie nichts mehr von einer Maskenpflicht halte, die sich ihrer Meinung nach auf einmal negativ auf das kindliche Gemüt auswirken soll, sowie sie halte auch nichts mehr von der Impfpflicht, da es ungeklärte Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit gäbe. Sie habe diese Eingebung erhalten, da sich die Wissenschaft gewandelt habe. So Liana Wen, Dr. Liana Wen, CNN-Ärztin, sage nicht ich, liebe YouTube-Zensoren. Und sie unterstützt damit natürlich Dr. Fauci, der ja gesagt hat, we have an evolution of science. Und wir sagen nicht einfach etwas, sondern wir gehen eben mit follow the science. Und jetzt sind das offenbar die nächsten Erkenntnisse. Allerdings gibt es doch einen persönlichen Bezug von dieser CNN-Ärztin Wen. Sie sagt nämlich, Zitat, ich nehme das Risiko in Kauf, dass meine Kinder in diesem Schuljahr wahrscheinlich an Covid-19 erkranken werden. Genauso wie sie die Grippe, das RSV-Virus und andere infektiöse Krankheiten aufschnappen könnten. Wie für die meisten Amerikaner wird Covid in unserer Familie mild verlaufen. Und wie die meisten Amerikaner haben wir entschieden, dass die Vorsichtsmaßnahmen zur Abwendung der hochinfektiösen BA.5-Variante sehr herausfordernd sein werden. Dem fügte sie, Zitat Ende, dem fügte sie hinzu, Zitat, das Masketragen hat der Sprachentwicklung unseres Sohnes
geschadet. Also das könnte doch ein persönlicher Bezug sein, der diesen Sinneswandel zumindest nicht nur mit der Evolution of Science erklären könnte oder auch dürfte. Wie sieht das in der Schweiz aus? Die Schweiz scheint die Maske noch zu verehren, zumindest wenn man sich auf die FMH, also die Ärztevereinigung, Federatio Medicorum, Helvetikorum abstützt und auf now.ch. Die schreiben nämlich am 30. August in einem Beitrag von Miguel Pereira: Anfang Sommer empfahl die Ärztevereinigung FMA die Wiedereinführung der Schutzmaske. Arztpraxen setzen teilweise auf Pflicht, teilweise auf Freiwilligkeit. Aletheia damals hat ja reagiert mit einem meiner Meinung nach viel zu langen und zu belehrenden Brief, der so viel wie gar nichts gebracht hat. Im Gegenteil, man sieht jetzt FMH-Plakatwerbung mit behandelten Kindern, Kleinkindern, die die Maske tragen, und Ärzten. Das Wichtigste in Kürze, schreibt now.ch: Als die Coronavirus-Fallzahlen anstiegen, wurde die Maskenpflicht in Arztpraxen empfohlen. Zweitens, die Ärztevereinigung ist nicht bekannt, wie viele Praxen der Empfehlung gefolgt sind. Im Juni stiegen die Ansteckungen mit dem Coronavirus erneut an. Der Ärzteverband FMH reagierte und verschickte seinen Mitgliedern eine dringliche Empfehlung. Ärzte und Patienten sollten wieder eine Schutzmaske tragen. Ja, habe ich auch bekommen. Im Juli oder seit Juli sinken die Fallzahlen nun wieder. Die Empfehlung der FMH bleibt jedoch bestehen. Richtig now.ch und wird nur zum Teil umgesetzt. In einer Arztpraxis in Bern beispielsweise besteht Maskentragpflicht, wie eine now.ch Leserin erlebt hat. Der orange BAG-Flyer ist auf einer Wand prominent zu sehen. Für Personen, die maskenlos zum Termin erscheinen, stellt die Praxis Schutzmasken zur Verfügung. Doch längst nicht alle setzen die Empfehlung um. Eine weitere Arztpraxis in der Stadt Bern überlässt die Entscheidung sowohl den Mitarbeitenden wie den Patienten. Also, wie kann man nur so viel Eigenverantwortung von Mitarbeitenden einer Arztpraxis und dann noch von diesen Patienten einfordern? Ein Blick in die Kinderarztpraxis in der Nähe zeigt, dass zwar die Ärztinnen sich an die Empfehlungen halten, Patienten über 6 Jahre müssen hingegen nur bei Symptomen den Schutz tragen. Also mit den Schutz, damit wir klar Bescheid wissen, meinen sie die Maske. Flickenteppich auch bei der Physiotherapie. Wir sind immer noch bei now.ch. In einer Physiotherapiepraxis, ebenfalls in Bern, wird das freiwillige Maskentragen explizit am Eingang erwähnt. Dafür verzichten die Mitarbeitenden auf das Händeschütteln mit den Patientinnen und Patienten. Nun, ich weiß es nicht, aber haben wir das nicht irgendwie abgelegt, dass Corona nicht jetzt wirklich durch Schmierinfektionen übertragen wird, oder erinnere ich mich da irgendwie falsch, liebe Physiotherapeuten? Demgegenüber stehen zwei Physiopraxen, in denen jeglicher Hinweis fehlt, nur der Desinfektionsmittelspender beim Eingang erinnert noch an das Coronavirus. Gott sei Dank steht dieser Spender noch dort, sonst würden wir ja glatt dieses Coronavirus ja vergessen. Dann haben die eine Umfrage gemacht. Würden Sie freiwillig in Gesundheitseinrichtungen eine Maske tragen? Ja, 39%, nein, 61%. Die Mediensprecherin der Ärztevereinigung bestätigt auf Anfrage, dass die Empfehlung positiv aufgenommen worden sei. Die FMH aber habe keine Übersicht darüber, wie viele Praxen diese umgesetzt hätten. In Spitälern schweizweit herrscht Maskenpflicht. Teilweise wurde sie im Juli wieder eingeführt. Soweit die Maskengeschichte in now.ch. Also auch da dringt doch so etwas wie Angst durch. In Deutschland erst recht. Deutschland ist immer noch voll in der Angstpandemie. Und da gibt es eine interessante, eine hochinteressante Randnotiz. Jens Scholz. Das ist nicht Olaf Scholz, sondern das ist des Kanzlers Bruder, der heißt Jens Scholz. Er ist Vorstand der Uniklinik Schleswig-Holstein und hat jetzt ein Ende der, Zitat, Angstpandemie, Zitat Ende,
gefordert. Also ist vielleicht für den Kanzler auch nicht ganz einfach, wenn sein Bruder da, also gegen den Gesundheitsminister Lauterbach und gegen den Justizminister Buschmann, die ja jetzt so wirklich an diesem Infektionsschutzgesetz herumwerkeln, sagt, er fordert ein Ende der Angstpandemie. Und spannend, spannend, es gibt in Amerika, also vor allem auch in Kalifornien, eine Ladenkette, meines Wissens eine Bekleidungskette, die heißt Kitson, K-I-T-S-O-N. Und die haben jetzt das Tragen von Covid-Masken in ihren Geschäftsräumen in Los Angeles. Das ist Kalifornien und Kalifornien ist ein sehr strenges Land. Mit diesem Gary Newsom, demokratisch regiert in Sachen Corona-Maßnahmen. Und das ist jetzt also dort verboten. Und der Grund ist eigentlich ein banaler. Wir haben ja immer wieder ein bisschen gelästert und Witze gemacht darüber. Der Grund für dieses Verbot ist die Zunahme von maskierten Raubüberfällen. Holla! Bei Kitson steht die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden an erster Stelle. Wir haben einen beunruhigenden Trend festgestellt. Personen tragen Masken, um in verschiedenen Situationen unerkannt zu bleiben, wie bei Ladendiebstahl, verbaler Belästigung oder körperlichen Übergriffen. Die Maskenpflicht mag als gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme begonnen haben, aber wir glauben, dass sie nun von einigen Personen für schändliche Zwecke genutzt wird, betont Fraser Ross, Inhaber der Kitson-Ladenkette. Deshalb hätte er, Zitat, eine Art eigenes Mandat erlassen, Zitat Ende. Das Tragen von Masken sei während der regulären Geschäftszeiten nicht mehr erlaubt. Diejenigen, die Masken tragen möchten, könnten einen Termin für ein persönliches Einkaufserlebnis vereinbaren oder die Website des Unternehmens besuchen. Auch die Abholung am wirklich, Straßenrand werde angeboten. In einem Interview mit Fox News berichtete Fraser Ross, also der Inhaber, dass er und seine Angestellten mehrfach Opfer von Gewalt geworden seien, Zitat, von Würgen über Pfefferspray bis hin zur Bedrohung mit einer Schere. Masken würden den Tätern helfen, sich der Justiz zu entziehen. So Fraser Ross, Inhaber der Kitson-Ladenkette, zu seinem Maskentragverbot zu Geschäftszeiten in seinen Filialen in Los Angeles. Und es gibt News vom Joker, vom Djokovic. Er darf ja nicht in Flushing Meadows am US Open spielen. Und kürzlich wurde, interessant, interessant, dass Moderna als Sponsor des US Opens eben in Flushing Meadows auftritt, um den Fans zu zeigen, dass das Unternehmen viel mehr tut, als nur Menschen gegen das Covid-19 zu impfen. Also ich finde, das ist ja schon sehr viel, also sehr christlich auch. Ne? Ich habe darum ja auch ein Kreuz angezogen heute, weil ich finde das so, es kommt aus Einsiedeln. Wir waren jetzt gerade in Einsiedeln eine Bühne anschauen beim wunderschönen Hotel Linde und natürlich auch Kloster besuchen. Da gab es so einen Opferstock und da konnte man dann für die ukrainischen Kriegsopfer so ein Kreuz erspenden und ich habe es zu meinem persönlichen Antikriegskreuz gemacht, ohne auf dieser Plattform Partei zu ergreifen. Aber wenn ich jetzt das höre, was da Moderna macht, dann ist es vielleicht auch wirklich ein moderner Kreuz. Ich weiß es nicht. Überdies hofft das Unternehmen, an diesem Tennisturnier seine mRNA-Technologie bekannt zu machen. Zu diesem Zweck wird Moderna einen Stand einrichten, der während der gesamten Dauer des Turniers präsent sein wird. Das ist beruhigend, während der gesamten Dauer. Auf diese Weise hofft das Unternehmen, die Menschen dazu zu bewegen, seine Website zu besuchen, um mehr über das Virus und vor allem seine Bekämpfung zu erfahren. In Scharen melden sich die Fans auf Twitter zu Wort und wiesen darauf hin, dass ein ungeimpfter Spieler, also zum Beispiel Djokovic, der den Titel eines Turniers für sich beansprucht, das von einem Unternehmen gesponsert wird,
dessen Ruhmesblatt der Impfstoff Covid-19 selbst ist, dem Image des Unternehmens schaden könnte. Tatsächlich, wenn man auf Twitter ein bisschen schaut, hat es viele solche Wortmeldungen. Und eine sagt, stellen Sie sich vor, Novak Djokovic, der bei weitem berühmteste Sportler in der Tenniswelt, der nicht gegen Covid geimpft ist, Frevel, hält den Pokal der US Open in der Hand, während Moderna, dessen einziges Produkt ein Covid-Impfstoff ist, ich weiß nicht, ob das so ist, der schreibt das, ich habe noch nichts anderes gehört, vielleicht haben die auch anders in der Pipeline, anyway, also während Moderna, dessen einziges Produkt ein Covid-Impfstoff ist, als Sponsor im Hintergrund zu sehen ist. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die USTA, also die US Tennis Association, keine Ausnahmegenehmigung beantragt hat. Ende des Tweets und auch fast schon Ende dieses Videos. Vielleicht noch eine ganz kleine Randbemerkung. Das Wuhan Institute of Virology wurde ja maßgeblich gebaut und eingerichtet von der renommierten französischen Firma bioMérieux. Und damals war Stéphane Bancel der Chef, der CEO. Er ist dann weggegangen zu Moderna, als Moderna keine 5 Angestellten hatten und ist jetzt CEO von Moderna. Wie Bittl immer gesagt hat, verbindet selbst die Punkte, ohne dass ich euch das auf die Nase drücke. Aber eine interessante Randbemerkung finde ich das nun mal allemal. So, das soll es gewesen sein von diesem letzten Augusttag. Und wenn ihr fragt, was macht der eigentlich da in der Innerschweiz? Das ist ganz einfach. Ich bin mit 2 Freunden hier und mit immer diesen 2 und manchmal waren es auch 3 oder 4, haben wir seit 30 Jahren haben wir eine Sportwoche, die muss nicht immer im Schnee stattfinden. Wir haben das früher auf Lanzarote gemacht, in einem Trainingscamp, als wir noch sehr ambitionierte Marathonläufer waren, haben das jetzt wieder aufgenommen. Also wir machen relativ viel Sport. Ich lerne sehr viel auswendig, muss das tun, weil in 8 Tagen ist Premiere in Liestal. Bitte sichert euch noch eure Tickets, also auch Gehirnjogging. Und haben viele interessante und gute Männergespräche. Das ist der Grund, warum ich mich da zurückgezogen habe. Auch jetzt wird zuerst dann mal gejoggt und dann wird schön gefrühstückt und dann geht es wieder ans Hirnjoggen, ans Recherchieren, damit wir auch auf diesem Kanal präsent bleiben können. Das ist das große Mysterium. Und tatsächlich, wir waren von Montag bis Dienstag bei unseren lieben Freunden Daniel Kellenberger und Susanna Kählin in Einsiedlern in ihrem Hotel Linde, wo ich am 5. November spielen werde. Kabarett, also Saal anschauen, Tonprobe und so weiter und so fort. Das soll es gewesen sein, liebe Freunde. Schön, dass ihr bei uns seid. Hinterlasst ein Abo, damit wir unseren Reisetross durch und auf der Suche nach der Wahrheit oder zumindest einer einigermaßen vernünftigen Wahrheit vergrößern können. Das wäre sehr lieb. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und ja, bis morgen. Sali zusammen, Amandla, Avetu.